Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Hallo ihr Lieben, ich bin immer noch in Kapstadt. Und hier seht ihr den Eingang zur Government Avenue. Das ist der Weg zum Parlament. Und Bogen für Bogen seht ihr das Denkmal zur Erinnerung an das Leben und die Arbeit von Desmond Tutu. Der ist ja leider am 26. Dezember 2021 verstorben. Was ich hier in Kapstadt mache? Ich bin immer noch auf Bildungsurlaub. Wisst ihr, was Bildungsurlaub ist? Das sind einfach 10 zusätzliche freie Tage, die mir mein Arbeitgeber genehmigt hat, um mich weiterzubilden. Wie das mit dem Bildungsurlaub geht, das erkläre ich euch später. Oder ihr schaut in die Videobeschreibung. Hallo! Heute nehme ich euch mal mit in meine Schule. Ich bin jetzt hier im Fahrstuhl und fahre in die 7. Etage. Ich habe mir für meinen Bildungsurlaub einen Englischkurs hier bei den Good Hope Studies ausgesucht in Kapstadt. Moin! So, hier ist unser Pausenraum hier in der Schule. Und auf freiem Himmel. Ich habe jetzt noch einmal Nachmittagsunterricht. Und danach gehe ich mit einer Freundin, die ich hier kennengelernt habe, auch beim Englischkurs, zu diesen bekannten bunten Häusern, diesen Insta-Hotspot sozusagen. Und danach wollen wir noch auf den Single Hill, das ist ein Berg, aber das machen wir halt vom Wetter abhängig. Wenn es diesig ist, braucht man da nicht hoch. Wir wollen ja einen schönen Sonnenuntergang sehen. Wir gehen jetzt nach Bokarp und ihr werdet sehen, es sticht mit seinen kunterbunten Häuserfassaden vor dem Tafelberg ins Auge. Wer hat den Schuh da angeknotet? Wow, der Blick auf den Tafelberg und den Devil's Hill. Mega. Und hier unten, da seht ihr diese bunten Häuser. So schön. Ich habe mir jetzt hier noch ein Cappuccino geholt und bin hier nochmal nach Bokarp. Sieht man gar nicht so gut, ne? Ja, hier sind die vielen bunten Häuser. Und mein Cappuccino hat übrigens 10 Rand gekostet. Das sind 50 Cent. Ja, und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen wandern. Bokarp entstand als Siedlung der Kapmalayen, die auch heute noch die Mehrheit der Bewohner sind. Es leben ca. 6000 Menschen hier und 90% von ihnen sind Muslime. Es gibt 10 Moscheen im Stadtteil. Bis 2017 hieß Bokarp Schotschekloof. Hier haben die so durch ein Haus einen Durchgang gemacht. Ich bin hier jetzt einfach mal reingegangen in so ein Hinterhofhaus. Und wie schön die das hier, sich hier gemacht haben. Kommt man hier an der Straße wieder raus? Wie schon gesagt, leben hier die Kapmalayen. Sie wurden im 18. Jahrhundert aus der Sklaverei entlassen. Nach dem Ende der Apartheid wurden viele Häuser neu renoviert und instand gesetzt und dann gab es einen Zuzug wohlhabender Bevölkerung. Seit 5 Jahren gibt es wohl Planungen für ein riesiges Hochhaus mit Luxus-Apartments hier. Das ist natürlich kein Wunder, weil die zentrale Lage und der Ausblick zum Tafelberg, Devil's Hill und Signal Hill sind einfach nur super. Da können wir nur die Daumen drücken, dass dieses nie genehmigt wird. Die Menschen hier sind so freundlich. Alle, die mich hier sehen, die winken mir und grüßen mich.
Dort vorne seht ihr übrigens die Moschee. Und wundert euch nicht die Tongeräusche. In Kapstadt gibt es immer so starken Wind. Nirgendwo auf der Welt habe ich so starken Wind erlebt. Hinter mir seht ihr die St. George-Kathedrale. Und hier ist ein Jacaranda. Ich liebe diese Farbe. Es sieht hier so ruhig und idyllisch aus. Man kann kaum glauben, dass man nur wenige Gehminuten vom Green Market, der Loop Street, der Adelaide Street entfernt ist. Jetzt geht's zur Wanderung auf den Signal Hill. Ich bin heute nicht alleine. Da ist meine Wanderpartnerin, die mit mir zusammen Englisch lernt, die Katrin. Und hier seht ihr den Tafelberg. Und wir gehen jetzt hier hoch. Der Signal Hill ist der Bergrücken, den man von Kapstadt aus sieht. Er ist ca. 350 Meter hoch und bietet eine super Aussicht über Kapstadt, der Waterfront und der dahinterliegenden Tafelbucht. Schaut mal, wen wir hier gefunden haben. Sie werden uns während der gesamten Wanderung begleiten und auch oben auf dem Bergrücken werden sie uns fast unser Essen wegschnappen. Da ist der Löwenberg, der Tafelberg und Kapstadt. Wir sind jetzt auf halber Höhe. So, wir sind oben. Schaut mal, dort hinten ist Robben Island. Das ist die Insel, wo Nelson Mandela im Gefängnis gesessen hat. Und hier schauen wir mal, wie der Sonnenuntergang heute wird. So, hallo, wir sind oben auf dem Signal Hill und Gott sei Dank gibt es hier eine Bude. Ich bin nämlich direkt nach dem Unterricht los und habe nichts mehr gegessen und jetzt richtig Hunger. Hier gucken wir gleich den schönen Sonnenuntergang an. Und da ist der Lion's Head. Das ist ein bisschen schwierig, da jetzt hochzukommen, weil wir nur Nachmittagszeit haben. Meine Bekannte, die Katrin, die sitzt da jetzt schon irgendwo und ich warte nur auf meinen frisch gemachten Donut. Die greifen an. Wir sitzen jetzt hier und warten auf den Sonnenuntergang. Mal schauen, wie es wird. Thank you.
Ich wollte euch ja noch was zum Bildungsurlaub erzählen. Nicht, dass euch der Sonnenuntergang hier zu langweilig wird. Also Bildungsurlaub ist gesetzlich verankert und in fast allen Bundesländern könnt ihr ihn beantragen. Das Wichtige ist, ihr müsst eine in eurem Bundesland anerkannte Fortbildung nachweisen. Bei mir ist es jetzt dieser Englischkurs, der ist zertifiziert und anerkannt. Und jetzt darf ich 2 Wochen hier in Kapstadt verbringen und kriege trotzdem meinen normalen Arbeitslohn bezahlt. Wenn ihr zum Thema Bildungsurlaub noch mehr wissen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schaut auf meinem Instagram-Account. Dort habe ich einen Guide erstellt zum Thema Bildungsurlaub. Und wie gesagt, er ist gesetzlich verankert. Ihr könnt den also in fast allen Bundesländern beantragen. Wir haben uns jetzt einen Uber gerufen, um zur Unterkunft zurückzufahren, denn mir wird nicht empfohlen, in Kapstadt im Dunkeln alleine herumzulaufen. Ich bin zurück im Hostel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch, vielleicht auch noch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann bis nächste Woche.